1,531 Sekunden beim Wolfram Champion Sprint für Maximilian Libby. Wie ist denn deine Form momentan? Bist du damit wirklich zufrieden? Also das ist die schnellste Zeit, die ich je hier mit Rom gefahren bin. Danke an das Publikum. Also und gerade in so einer schweren Verletzungsphase ist das immer ein gutes Ding, dass man weiß, okay, da lohnt sich zu arbeiten, um nach Berlin zu kommen und hier zu fahren. Max, was das für Berliner Velodrom 2015 betrifft, sicherlich einer der erfolgreichsten. Du warst zweimal bei Olympischen Spielen dabei und du hast drei Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen. Und wir haben hier diese große Schrift auf der Bahn: Wir wollen die Spiele für Berlin, Olympia. Was ist denn deine Intention? Wie wichtig sind für dich die Olympischen Spiele? Natürlich nicht als Sportler, sondern in Zukunft, vielleicht 2024 hier in Berlin. Ja, das ist enorm wichtig. Ich denke, Olympische Spiele in Berlin, die können den ganzen deutschen Sport, damit meine ich nicht nur Radsport, sondern den gesamtdeutschen Sport richtig nach vorne bringen. Von daher ist es wichtig, dass wir uns alle dafür aktiv einsetzen, um die Spiele hier nach Berlin zu holen. Warte vor dem Büro Kommunikation. Das ist jetzt mal raus. Wichtig, dass die Spiele nach Berlin kommen. Herr Wolfram, ich darf Sie ganz kurz zu mir bitten. Sie haben hier mit vielen Kollegen, Sponsoren, Partnern des Berliner Sechstagerennens eine Kleinigkeit vorbereitet. Und das sind die Unterschriften hier schon überall eigentlich gesammelt worden. Zum Beispiel in der O2-Arena, natürlich auch hier im Berliner Velodrom. Ja, wir wollen ganz einfach ein Zeichen setzen. Also die Sponsoren, also die Wirtschaft und natürlich der Sport und die Politik. Wir wollen heute mit unserer Unterschrift zeigen, was Olympia wichtig ist. Und wir müssen es für Berlin haben. Das ist die Aussage. Wir müssen Olympia haben. Seht ihr das auch so, Berliner?